Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Pawn Shop Simulator. Das heißt, wir betreiben ein Pfandleihhaus, aber dazu kommen wir gleich. Ich denke, das wird das letzte Video sein, was 2022 noch hochgeladen wird für euch. Und ich habe es dieses Jahr, wie gesagt, wie ich es schon vorher gesagt habe, so ein bisschen verschwitzt. Zu Weihnachten was zu machen. Es war einfach zu viel los, zu viel um die Ohren. Ich möchte es jetzt tun und euch auf jeden Fall einen guten Start ins neue Jahr wünschen. Viel Glück, Erfolg, Gesundheit und was man sich so alles wünscht. Ich denke, wir haben ein bewegtes Jahr hinter uns, also ich zumindest. Und hoffe, dass ich im neuen Jahr ein klein bisschen mehr Zeit für YouTube bekomme oder finde. Und natürlich auch dass es einfach ein bisschen ruhiger wird, ne? Es war ziemlich viel los und ich denke mal, das kriegen wir aber hin. So, das Ganze hier, so viel dazu. Das Ganze hier kommt wieder von unserem Team DNA Army Gaming. Ist ein kleines, nettes Spiel. Ich hatte es mal so ein bisschen anprobiert. Von der Grafik, ja, wie halt alle DNA-Spiele. Ne? Also, dies ist okay. Und wir starten also hier vor unserem Laden. Ich habe jetzt auch mal versucht, den Sound ein bisschen anzupassen. Der ist so ein bisschen meh. Hier ist also unser vorläufiger Laden. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, ob wir dann irgendwann mal expandieren können. Aber vielleicht machen wir das ja zusammen. Wie schon beim Trader Life Simulator 2. Ich weiß nicht, ob es ein Let's Play wird. Aber mal schauen. Ne? Also ich werde die Zeit, die ich finde, definitiv hier ein paar Sachen aufzeichnen. Und dann gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Wir haben natürlich auch hier wieder eine Map. Unser Laden liegt hier. Die ist nicht ganz so toll übersichtlich, aber relativ simpel gehalten. Wir haben Building Material Shop. Wir haben eine Bäckerei, wir haben einen Möbelladen und wir haben das Krankenhaus, also werden wir wahrscheinlich auch krank. Das könnten wir uns jetzt alles angucken. Ich möchte aber eigentlich mal mit dem Spiel anfangen, das ist jetzt nichts weiter, wir können halt ein paar Sachen kaufen. Wir können auch überfahren werden, also ich bin hier schon angefahren worden. Teleportiert einen dann automatisch zum Krankenhaus und man ist, ich glaube, $250 los. Haben wir alles schon probiert. Ich würde mal sagen, wir öffnen mal hier unser Pfandleihhaus. Das Ganze, wohl bemerkt, ist auch wieder in Englisch, aber es ist ein relativ selbsterklärendes Spiel, ne? Also wenn ihr Fragen habt und ich so euch eventuell immer so breit, dass man nicht durch die Tür kommt, okay, und ich so euch eventuell beantworten kann, dann dürft ihr die sehr gerne stellen. Hier ist unser Hundebettchen, ne? So, hier haben wir auch noch was zum Interacten. So, das sehe ich jetzt gerade. Ich muss mir erstmal eine legale. Achso, ich bin illegal. Na sowas. Okay, dann eröffnen wir jetzt unseren illegalen Shop. Natürlich. Ja, achso, das ist, macht er nicht. Okay. Gut, und dann kommen hoffentlich die Kunde in die Kunde kommen in die Trümmer. Jawohl. Genau, wir kaufen jetzt Sachen an und verkaufen die wieder. Insofern, es kommt jemand. Aber ich denke mal, dass wir bestimmt unseren Shop hier noch ausbauen können. Den Preis für das Game habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Der war nicht hoch. Das weiß ich. Also das war 2, 3 Euro oder so. Also ich habe, wie gesagt, das ganze Bundle bekommen. Und muss dann nochmal, das wollte ich dann nochmal nachkorrigieren. Hier sind gleich zwei. Okay. Ein Football. Ja, so, dann gehen wir jetzt mal den Kollegen ran. Und er sagt jetzt, ob ich den kaufen will für 12, $11. Ja, klar, nehmen wir. Football kaufen wir. So, was hast du? Okay. Der für $11. Okay. Okay. Jetzt können wir das mit der linken Maustaste nehmen. Stellen das hier in unser Regal. Genauso wie den Ball. Legen wir den mal hübsch hin. Und wenn es immer mal knallt, ne, es ist der 31.12. Wir haben gerade Abend zu Abend gegessen und
Nicht wundern. Der will jetzt den Kopf für 13 kaufen. Für 11 haben wir ihn angekauft. Ich denke mal, das ist okay. Dann werde ich glücklich mit dem Korb. Und jetzt kommt ein Bull. Okay. Okay. Okay, der Polizist meint auch, Wäsche waschen ist scheiße. Also bringen wir uns mal seinen Wäschekorb. Oh, Gott sei Dank ohne Schmutzwäsche. Also du brauchst bestimmt einen Wäsche. Nö. Oh, der hier schönes. Er bringt einen Film. Er will 12 Dollar. Ja, wir akzeptieren. Und legen den natürlich auch mal hier in die Auslage. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, du brauchst einen Wäschekorb, das sehe ich doch. Er braucht einen Wäschekorb, habe ich doch gesagt, für 13. Na, aber klaro. Viel Spaß. So, Sie haben einen Kaffeebecher. Sehr hübsch. Einen Muck. Okay. Für 9 Dollar, ja, kaufen wir auch an. Wir kaufen alles. So. Also theoretisch könntet ihr die Sachen auch hier auf dem Tresen stehen lassen, nur da ist irgendwann mal voll. No, ein Buddelschiff. Was willst du denn haben? 13. Also ich könnte jetzt auch ablehnen, ne? Aber irgendwie war das nicht so gut. Ich habe letztens mal abgelehnt. Ich dachte, ich kann mit denen handeln, aber das kann ich nicht. Die gehen dann einfach wieder, oder? Also dann habe ich halt nichts zum Verticken. Schon wieder ein Polizist. Lolo. Was? Ich habe es leider vergessen, was ich für das Schiff bezahlt habe. Ich glaube, es war nicht so viel, ne? Klar. Aber wenn sogar die Polizei hier einkauft, so super. Also. Können wir doch gar nicht so illegal sein. Was hast du denn hier? Musiktape. Was willst du denn haben? 12 nehmen wir. Wir nehmen erstmal alles hier. Angefangen haben wir mit 500 Dollar. Mal gucken. Wir können uns auch noch ein paar Regale kaufen. Wir werden dann mal rüberwandern zum Möbeln, weil wir haben hier kein Auto. Auch es ist auch kein weiter Weg. Audi. Eine hübsche Tischlampe für. Ja. Nehmen wir. Tischlampen sind immer gut. Oh, hier geht's ja zu wem. Habt ihr alle keine Kohle? Ich habe welche ausgeben. Movie Tape, ne? Aber doch. Viel Spaß beim Video gucken. Die Polizei kommt hier öfters, ne? Entschuldigung, ich muss gerade mal einen Kopf Kaffee. Nein, ein Tässchen Kaffee. Okay. Die letzte Trophäe von Polizei oder Polizeitanzmeisterschaft. Sehr gut. Wir haben alles. Ich dachte eigentlich, habe ich damit gerechnet, die bringen mal ein paar interessante Sachen wie Waffen und irgendwas Fieses. Aber wir haben scheinbar nur nette Bürger. Und wieder die Polizei. Uiuiui. Oh, hallo, Sie brauchen eine Lampe auf. Ich glaube, die Polizei will keinen Kaffee mehr. Ja, komm, das da. Du brauchst bestimmt eine Ta. Ja, das war ein gutes Geschäft. Also, jetzt er hat nicht die gekauft, er hat die aus dem Regal genommen, aber ist egal, ist dieselbe. So. Ein Baseball-Handschuh. 25, nehmen wir. Aber irgendwie. Na gut, wir haben Ware da. Ja. Ich wollte gerade sagen, mein Geld immer weniger, aber wer macht das Regal voll? Garagenverkauf. So hat Amazon übrigens auch angefangen. Und Microsoft. Und Apple, glaube ich. Kommen Sie rein, kommen Sie ran. Hier werden Sie Ihre Kohle los. Ball. Na dann. Kaffee. Jawohl. Na, er hat bald ein Service zusammen. Und er. Den habe ich aber schon. Muss ich den jetzt nehmen? Wenn ich den jetzt nicht nehme, was passiert da? Ich nehme den mal nicht. Den habe ich schon. Ja. Und den wollte bis jetzt noch keiner. Ich will nur mal wissen, ob wir Plus machen, wenn wir jetzt. Vielleicht die Sachen, die wir jetzt im Regal stehen haben, nicht kaufen. Oder kommt denn als Frust jetzt keiner? Aber sagt dem Motto, der kauft nichts mehr an. Da gehen wir nicht mehr hin. In seiner Garage. Ich finde das Bettchen super. Also, da ich keinen Hund habe, schlafe ich da wohl.
Du brauchst eine, genau, Polizeiballtrophäe. Bitte schön und viel Spaß. Was ist denn? Das habe ich noch nicht. Oder beziehungsweise das hatte ich schon mal, aber hat dann geguckt, das bringt er wieder. Cool. Was willst du haben? 10 habe ich noch nicht, nehme ich. Guck mal, hier ist eine hübsche Pflanze. Die stellen wir so mal dekorativ jetzt hier auf den Tisch. So. Sieht das doch schon viel freundlicher aus. Kann ich das eigentlich auch wegnehmen? Nee. Diese Vorstuhlmusik noch dazu. Sie möchten eine Lampe, bitte. Shit. Ich glaube, ich habe dafür weniger bezahlt, ne? Ja gut. So, eine Pfl ein Buddelschiff. Na gut, ich habe das letzte verkauft. Können wir das durchaus akzeptieren. So. Schon wieder eine Pflanze. Nehme ich die so, nehme ich die nicht? Ach, scheiß drauf, ich nehme sie mal. Ich habe einen dekorativen Wert. Wenn jetzt keiner diese Pflanzen kauft, dann ja. Komm, kann ich das eigentlich auch vor die Tür stellen? Also irgendwie? Ja, ich könnte hier auch. Ja, kann ich. Okay. Sie möchten einen Handschuh. Na klar. Es wäre jetzt nur dämlich, wenn wir am Tagesende wieder $500 hätten. So, okay. Ja. Es saved. Hier ist mal bald ein Schock. Nehme ich. Ah ja, 25. Gott, merke ich mir das? Bestimmt nicht. Huch, Tisch, lass mich. Hallo. Ja, sie bedrängen mich. So. Musiktape, ja. Ach, ich dachte, er wollte eins. Okay. Na gut, jetzt haben wir zwei Musiktapes. Hm? Blub. Sie wollen bestimmt eine Pflanze oder Musiktape kaufen. Sie sehen doch schon genau so aus. Ein Becher. Na, den können sie auch kaufen. Viel Spaß. Klebt noch ein bisschen Kaffeerest drin von der Polizei. Ich meine, dafür, dass das hier scheinbar laut diesem roten Buch da illegal ist, was ich hier tue, läuft viel Polizei vor. Hey, nehmen wir. Passt zum Handschuh. Komm her. Ah, hier schon mit. Dekorieren wir schön so daneben. Zack. Jetzt bräuchte man noch einen Schläger. Ui, das ist was anderes. Timer habe ich noch nicht. Bis, ne? 30 nehme ich. Ein Timer? Das ist ein Wecker, ne? Yes. Hübsch. So. Morgen. Ups. Er kauft tatsächlich. Okay. Ach nee, halt. Das Buddelschiff. Ich dachte, ah, ich habe ja gar keinen Pokal. Ich habe gesagt, wenn er jetzt den Pokal wieder gekauft hätte, das wäre schon. Aber die Pflanze will keiner, ne? Ups, Entschuldigung, jetzt bin ich gegen das Mikro geeckt. Jetzt will tatsächlich keiner die Pflanzen haben. Oh, oh. Ja, was machen wir denn jetzt? Kaufen wir das jetzt oder kaufen wir das nicht? Na gut, wegen mir. Lass da. Sie wollen doch bestimmt ein... What is behind words? Okay. Gott, wenn das jetzt mal richtig hoch... Hm, wir werden sehen. Wir legen es mal in die Auslage. Dieses ominöse Buch. Oh, hi. Achso. Was kann ich denn für Sie tun? Oh, da haben wir eine. Na, aber doch. Er hat gleich die aus dem Regal genommen, weil die hier so schön dekorativ auf dem Schreibtisch steht. Sehr vernünftig. Irgendwie. Könnte das sehr langwierig werden, bis wir uns hier mal eine Lizenz kaufen können. Sagen wir, machen jetzt hier noch einen Kunden und sie wollen ich hoffe, dass es geht gut hier jetzt hier zum Amazon mutiere quasi. Hallo, sie wollen bestimmt einen Ball. Sehr schön, ich habe den für 9 eingekauft, ne? Gut, so. Sorry, wir schließen.
Ja, ich weiß. Ich habe gerade das Tor zugemacht. So, wir gucken uns auch jetzt mal. Wir gucken uns jetzt aber mal an, was wir ja noch so alles. Dead. Ja. Essen kaufen. Okay. Player Stats. Kann ich da drauf drücken? Passiert nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay. Wir gucken uns jetzt aber trotzdem mal fix. Ich glaube, hier aus den Seitenstraßen kommt kein Auto. Ja, ich weiß es. So. Kann ich hier irgendjemanden anrufen? Ja, das sind Player Stats. Ach so. Energy. Ah ja. Wasser, okay. Essen. Das sieht eigentlich alles noch ganz gut aus. Das sieht alles noch ganz gut aus. Hier ist jetzt dieser Baushop. Warum? Was kann ich eigentlich kaufen? Interact. Ich kann Zement kaufen, Zeug und. Ah, ich ahne, ich ahne, ich ahne. Wir müssen uns wahrscheinlich unseren Laden selber bauen. Oder diese Garage da ausbauen. Das wäre gut möglich. So, jetzt brauche ich auch mal die Map. Wir waren jetzt im Building Material Shop hier. Da ist der Möbelladen. Hier ist unser Laden. Unser Laden? Möbelladen? Achso, auf der anderen Straßenseite. Also. Okay, gut, dann hoffen wir mal, dass wir uns jetzt nicht überfahren, weil. So, jetzt gucken wir mal. Oh, der ist noch weit weg. Also ein Verkehr. Weiß gar nicht, wo wir hier sind. Sieht fast aus wie New York, so ein bisschen. Da schiebt einer. Die Autos schieben sich ein bisschen. Aber die sind auch verdammt laut. Das ist der Möbelladen. Guck mal. Hallo. Hier kann ich keine Möbel kaufen. Okay. Gut, dann muss ich halt wieder zu Hugo. Hallo. Ich kann mir Regale kaufen, wenn nicht. Also großes Regal und kleines Regal. Das, was ich quasi schon habe. Nö, mehr ist nicht. Schade, weil. Keine Ahnung, so ein schönes Chesterfield-Sofa. Wäre da was. Gut, das ist der Möbelladen. Gibt es eigentlich irgendwo noch einen Laden, wo ich mir Zeug kaufen kann? Möbel, Krankenhaus, Bäckerei, Bau und meiner. Nee. Also, wir hätten jetzt noch einen Bäcker und ein Krankenhaus. Also, ich bin auf Gedeih und Verderb auf das angewiesen, was die Leute mir halt in den Laden bringen. Okay. Ja, könnte ja sein, dass es noch irgendwo einen Laden gibt, wo man sich so zusätzlich noch irgendwelchen Kram einkaufen kann. Aber ja, das ist wohl nicht der Fall. So, wir eilen über die Street. Und einmal zurück zu unserem Shop. Gut. Ja, ich denke mal, dass man den hinteren Teil. Wie ist denn eigentlich die Welt so weit begehbar, dass man hier so. Ne, kann ich nicht. Nee, ist sie nicht. Gut. Aber hier quietschen die. Hallo? Oh, jetzt aber. So, meine Lieben. Mit Blick auf unsere Wahnsinnsauslage sage ich jetzt mal danke fürs Zuschauen. Rutscht gut ins neue Jahr. Und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Es grüßt euch, euer Silver. Ciao, ciao.